Und weiter geht es, meine Lieben, mit Isis enthüllt, beziehungsweise wie es hätte geschrieben werden müssen oder sollen. Und das ist keine Vermessenheit, ich handle im Auftrag. Wer sich das anhören möchte, kann das tun. Bevor er sich zu sehr empört, vielleicht mal reinhören und dann könnte es sein, dass er meiner Meinung ist. Es werden ja nun, meine Lieben, die vier Wahrheiten in Isis enthüllt völlig korrekt beschrieben. Also da haben wir die Grundlage der Nirvana-Lehre. Die sind laut Prajnaparamita. Da haben wir erstmal, das wisst ihr ja, auch vom Buch des Lichts, die Wahrheit vom Leiden, die Wahrheit von der Entstehung des Leidens, die Wahrheit von der Aufhebung des Leidens und viertens, die Wahrheit vom Weg, der zur Aufhebung des Leidens führt. Und Isis enthüllt oder entschleiert, schreibt da ganz richtig, dass dieses Dasein, unser Dasein, ist die Ursache des Leidens. Das muss man sich mal reintun, meine Lieben. Das wird zwar auch überall gelehrt, auch im Buddhismus, aber man überfliegt manchmal solche Stellen, weil man sich ja die Freude am Leben nicht nehmen lassen will. Aber was hier richtig und falsch ist, das entscheidet nicht, ob man nun Freude oder Spaß dran hat oder ob es einem passt oder nicht, sondern das ist nun mal ein Gesetz. Da wollen wir mal hören, was da gesagt wird. Warum gibt es Krankheit und Tod? Wer von euch kennt die Antwort? Na, weil wir geboren werden. Meine Lieben, der Körper hat eine Form, ist Materie und ist damit sozusagen ein Opfer von Schmerz und Leiden. Auch von schönen Dingen, keine Frage. Ja, sonst würde man ja nicht leben wollen, wenn die Sinnesaktivitäten nicht schön wären, wenn Essen, Trinken, auch Schlafen und Sex und so weiter, wenn das nicht schön wäre, hören, sehen, fühlen, schmecken, tasten, käme keiner auf die Idee. Da würde der, sobald er in der Welt ist, sich sofort umbringen, würde sagen, oh je, nee, hier gefällt mir es nicht. Aber es gibt Schönes in der Welt, ja. Es gibt aber, und das ist kaum jemandem bekannt, nur ganz wenigen bekannt, es gibt ein Glück jenseits der Sinnesfreuden. Wenn man sich nicht damit ein bisschen auffüllt, meine Lieben, durch die Meditation, dann ist man ja ein Sklave der Sinnenfreuden und wird immer tiefer in die Materie gezogen und damit in das leidvolle Vergängliche. Seht mal, es gibt doch einen äußeren Menschen und einen ätherischen Inneren. Was ist vollkommene Seligkeit? Ich sage es euch. Wenn wir reiner Geist geworden sind, formlos, monadisch, das ist natürlich eine Lehre, die so jenseits des Begriffsvermögens der meisten ist, dass sie sagen, ja, ja, alles klar. Ich muss es trotzdem hier präsentieren und Isis Entschleier tut es ja auch, wenn auch manchmal dann eben so übersetzt, dass man sagt, der Geist wäre unsterblich. Schaut mal, ich habe euch das hier zum Beispiel jetzt zitiert. Wenn wir reiner Geist, seht mal da, wo Isis schon irrt. Da lesen wir, wenn der Mensch reiner Geist geworden ist und damit formlos, hat er einen Zustand vollkommener Seligkeit erreicht. Das ist falsch. Wenn wir mit Geist das meinen, was wir so auch sagen als Geist, also die höchste geistige Hülle, die ist nicht formlos. Die ist Materie, Mula Prakriti in höchster Feinheit. Natürlich ist das ein seliger Zustand, aber nicht ewig und nicht die wahre Seligkeit, denn es ist vergänglich. Wenn aber Blavatsky meint, wenn sie schreibt, wo jemand reiner Geist geworden ist, wenn sie dann auch noch schreibt, meine Lieben, hört genau zu, Geist allein hat keine Form und damit auch kein Dasein, dann hat sie recht, wenn sie die Monade meint. Aber da gibt es genügend Kritiker, die dann sagen, ja, sie meint doch eigentlich die siebte höchste Hülle, das selbstverständlich hat die Form. Und selbstverständlich ist das ein Dasein. Das heißt also, das werfen die Meister ihr auch vor, es wird nicht genügend, es hätte an dieser Stelle schon erklärt werden müssen,
Mit Geist meine ich die Monade. Ja? Dann ja. Und das ist eben das, wo die Kritiker dann kommen und sagen, ja, die weiß ja nicht den Unterschied zwischen Geist und Monade. Selbstverständlich weiß sie ihn. Und sie hätte das auch kundtun müssen in solchen Kapiteln hier. Meine Lieben, der Zustand vollkommener Seligkeit ist, wenn der Mensch als objektives körperliches Wesen erlischt. Und da schreibt sie aber seine geistige Wesenheit, erfüllt mit subjektivem Leben, wird ewig leben, weil der Geist unzerstörbar und unsterblich ist. Richtig, wenn sie, na, was meint? Die Monade. Genau. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Aber der Buddha hat das ganz klar gemacht. Bis hin zur höchsten Wesenheit, zur höchsten, den höchsten Himmeln, reibt alle Wesenheit sich auf. Ja? Und damit sind immer die Hüllen gemeint, meine Lieben. Sonst macht's doch keinen Sinn. In der Meditation erfahren wir doch, wie der Loslösungsprozess da ist und wir nicht mehr da sind, in dieser Welt kein Dasein mehr haben. Das ist ein großer Unterschied. Wir haben uns vom Dasein, vom Hiersein gelöst und verweilen als Monade im Urgrund. So funktioniert das, wenn man es denn so haben will oder dieses Ziel erreichen will. Wer wiederkommen will, und das sind ja 99,999% aller Menschen, ist mir schon klar, der soll dann wenigstens das Buch des Lichts für Kinder und das Buch des Lichts lesen und wissen, jede Aktion kehrt zu ihm zurück. Und dann steht auch hier, der Geist, der die Lehren von Buddha und Pythagoras beflügelte. Was für ein Geist! Selbstverständlich, die Monade. Dann ist eine Übereinstimmung beider Lehren erkennen, vom Buddha und Pythagoras. Denn auch Pythagoras, meine Lieben, hat die Monade gelehrt. Aber eben nicht als höchste geistige Hülle, sondern als Ding per se, sozusagen als Wesenheit per se. Losgelöst im Verlangen von allen irdischen, ja, Abhängigkeiten, Anhaftungen, Leidenschaften, wie man will. Wer kann das schon von sich behaupten, meine Lieben? Da wird man dann von der Kirche heilig gesprochen, wie im Falle Papst Paul und so weiter. Jetzt stellt sich raus, die Polen haben ihn verprügelt, weil er immer ihre Kinder angefasst hat. Ich meine, ja, wir müssen doch mal sehen, dass wir diesen Zustand der Heiligkeit, der Monade, nicht einfach auf irgendeinen Menschen übertragen und dann rausbekommen, das war der größte Halunke, der rumläuft. Damit schaden wir doch der ganzen Lehre, meine Lieben. Und diesen Zustand endgültiger Seligkeit, Nirvana, hat der Buddha erreicht. Und da kann man sagen, wie wir dann auch in der Geheimlehre finden, wie dann auch in Isis entschleiert gesagt wird, das ist ein Zustand, der in Dunkelheit und Ruhe verharrenden Monade. Jetzt wieder aufgepasst. Dunkelheit? Manche werden sagen, ich habe Angst in der Dunkelheit. Die ist ja nicht gemeint. Der ganz wichtig ist, das wird so diffizil, meine Lieben. Hier ist nicht die Dunkelheit der Nacht gemeint, denn die ist nur die Abwesenheit von Licht. Es ist gemeint, wenn wir jenseits von Licht und Dunkelheit allem Verlangen entsagt haben oder uns auf den Weg dahin begeben, da haben wir doch den Pfad auf dem Internet, die vielen 100 Stationen. Dann sind wir jenseits Licht und Dunkelheit der manifestierten Welt. So muss man das dann verstehen und nicht mit einer normalen Dunkelheit vergleichen. Das hat damit nichts zu tun. Und dann ist man gleich dem formlosen Brahman. Ja, meine Lieben, meine Lieben. Also, da muss ich jetzt sagen, Blavatsky schreibt, man ist gleich dem formlosen Brahman, der erhabenen, aber unergründlichen, das ganze Universum unsichtbar durchdringenden Gottheit, die ist bereits der erste Schritt in Manifestation. Wir wissen das vom Buch des Lichts. Wir wissen das auch vom Mahathera Dr. Georg Grimm. Wir wissen das von der Lehre des Buddha. Tattvam Asi. Diese Einheit mit Brahman, mit der Supermonade, die ja gelehrt wird in den Veden und so weiter, ist etwas Wunderbares, Hohes.
aber es ist nicht das Höchste. Jenseits davon, Parabrahman, gibt es ein Lied, das sie geschrieben hat, Parabrahman. Da ist die Wahrheit, man muss dann also sich auch von der Einheit mit der Supermonade Brahman lösen. Und darum ist das hier unglücklich formuliert. Wenn Brahman als erhaben, unergründlich, das ganze Universum unsichtbar durchdringt, ist es, ja. Aber nicht erhaben und unergründlich. Es hat ja bereits die Quelle verlassen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist bereits in Manifestation. Und, wie es hier richtig steht, durchdringt alles. Ist darum nicht unergründlich. Im Gegenteil, wir können es sogar erlangen, aber es ist immer noch diesseits der Welt der Manifestation. Und dann schreibt Blavatsky, wenn diese unsichtbare Gottheit sich manifestiert, ja, da muss ich gleich unterbrechen, wenn sie sich manifestiert, die Gottheit, dann ist sie Brahman, die Supermonade. Davor nicht. Davor ruht sie in der Dunkelheit, wie bereits erwähnt, des Urgrundes, des kosmischen Urschoßes. Weshalb, wenn überhaupt, Gott eine Frau ist. Weil ja alles aus diesem Urschoß, Urgrund emaniert in Manifestation. Nicht? Und da schreibt sie dann, immer ist es der Vater, der im Sohn ist, oder der Sohn, der im Vater ist. Sie schreibt, der Schatten des unsterblichen Geistes fällt auf einen sterblichen Menschen. Ja, erfüllt und durchdringt sein ganzes Sein und verwandelt ihn zum Gott, das ist richtig. Das ist aber bereits die Monade, die den Urgrund verlassen hat. Und so erklärt dann auch Isis entschleiert, dass jeder Mensch ein Buddha werden kann, das ist richtig. Findet man ja auch in den vielen Zeitaltern der menschlichen Geschichte, Individuen, die das erlangt haben. Aber, jetzt kommt schon wieder ein Aber. Da steht, die es mehr oder weniger erfolgreich schaffen, mit Gott eins zu werden. Gottheit ist aber nicht Gott, wer von euch weiß, was ich meine. Gottheit ist der Urgrund, die dort ruht, sozusagen. Beim Wiedererwachen sendet sie per Reflexion einen Impuls oder entlässt die Supermonade. Die ist dann Gott. Da stellen wir mal die Dinge richtig. Und da ist es ein bisschen leichtsinnig hier zu sagen, mehr oder weniger erfolgreich schaffen, mit Gott eins zu werden. Und dann schreibt sie, was wir aber lieber als Vereinigung mit ihrem eigenen Geist übersetzen. Seht ihr, wie diffizil das wird? Kommen die Kritiker und sagen, ja, was meinst du denn jetzt mit Geist? Ich denke, da war Gott. Seht ihr, meine Lieben, wie wichtig das Buch des Lichts ist? Es sagt ganz klar, beim Wiedererwachen des Universums erwacht die Supermonade, durchdringt alle Ebenen, teilt sie ein und bereitet das Feld für die nachfolgenden Gottesfunken und Monaden, damit sie entsprechend auf diesen Ebenen die ihre Skandhas aufnehmen und ihre Evolution fortsetzen. Ja, aber diese erste Emanation darf man nicht verwechseln mit dem, was der Buddha erreicht hat, Nirvana. Das ist jenseits von Brahman, jenseits von der Supermonade. Und dann gibt es ja auch den Begriff Brahma. Wir haben Brahman als erste Emanation. Dann haben wir Brahma. Was ist Brahma? Ohne N hinten. Na, das ist jeweils ein Logos eines Sonnensystems, dessen Körper die Sonne ist. Es gibt ja nahezu unendlich viele Sonnensysteme im Universum. Also viele, unendlich viele, fast unendlich viele Brahmas, nicht Brahmans. Es gibt einen Urgrund, ein Brahman, das den Urgrund verlässt, die Supermonade. Und viele Brahmas, die durch die Supermonade in Manifestation gehen.